So, da sind wir wieder. Wir waren eben gerade so. Kennst du das nicht, Sly? You know, this title, Second Voice. Nee, was meinst du, Breaker? Wir waren eben gerade so schön heile und so weiter und du reitest uns an einer simplen Stelle komplett in die Kacke. Guck mal, du schießt ja immer noch falsch, siehst du? Was ist denn da oben? Ich schieß nicht falsch, ich schieß auf Gegner. Achte mal auf deine Minimap. Ja, ich hab doch vorher angehalten. Was willst du denn? Nimm da scheiß Toast aus dem Maul. So, hier, das als erstes. Oh Gott. Wir wollten eben gerade noch hoch. Gut, dass du jetzt runterfährst. Nee, wir wollten eben runter. Gut, dass du jetzt hochfährst. So rum. Also du wolltest runter. Ich wollte uns ein Stückchen wegbringen aus Sicherheitsdistanz, weil damit so viel Scheiße rauskommt. Du hast uns genau in die Scheiße gefahren. So. Da kannst du unten schießen. Jetzt darf ich. Das ist sehr gütig von dir, Dicky. Weißt du, du musst halt manchmal auch deine Gedankengänge mit mir teilen und nicht einfach nur das alles als gegeben nehmen, weil du das so denkst hinter uns. Von oben. Na gut. Guck mal, du dich oben. Ich mach hier die. Danke. Hätte es tatsächlich nicht ganz ohne dich geschafft. Ach, and one second voice. Ich Ah, weiß, es ist okay. tatsächlich nicht ganz ohne, das ist so ein Arschloch, Alter. Was? Nix? Ich habe mich gerade bedankt, weil ich gesagt habe, ich hätte es tatsächlich nicht Ich komplett hab mich ohne dich bedankt. geschafft. Du bist gar nicht so schlecht. Danke für das Danke. Das ist übrigens was, was explodiert. Ich weiß. Aber man kann ja trotzdem mal draufschießen. Oh oh, oh. Oh. Okay, zu spät. Ich gehe mal wieder nach oben. Wir haben jetzt überall Probleme gerade. Habe ich gern gemacht. Okay, ich darf. Warum nicht unten? Oben ist alles sauber. Ich habe einfach mal den Supi. Ich konnte unten nicht mehr rechtzeitig anhalten. Pass auf, ich löse Problem. Jetzt rechts manuell aus. Wir können dich. Ja, okay. Er redet mit mir auf einmal. Siehst du, er kann Kritik noch verarbeiten. Er ist komplett gestresst, aber verarbeitet Kritik noch. Das ist so lustig. Das nennt man Fähigkeiten im Beruf, sich weiterzuentwickeln. Fährst du da jetzt runter? Das ist ein Fragezeichen. Weißt du, ich bin einfach nur mit dem Antrieb verfallen. Er flippt halt sofort komplett aus. Gott. Wo müssen wir denn hin? Mir egal, wir kümmern uns erstmal um die Gegner rechts. Komm, du schießt gar nicht rechts. Weil ich schon schießt rechts da. Alles down habe und dann auf links bin. Aber du kannst auf die gar nicht schießen aus der Position. Wie willst du das machen? Kann ich. Ja, aber warum schießt du dann weiter? Wenn sie ja die Beine kaputt haben. Aber wenn du mich gleich lässt schießen lassen, wäre das viel einfacher gegangen. Plupp. So, der ist down. Das ist die scheiß Pose, wo du dich hingesetzt hast. Ja, ich hab's gesehen. Ja, manchmal wechseln sie ja schnell ihre Richtung, siehst du? Nee, hab ich gar nicht gesehen. Nee. Du musst auch auf sie schießen, nicht an ihm vorbei. So, ich mache jetzt erstmal das Paket auf. Metalljuwel, kannst du eine Tonne kloppen. So, wohin überhaupt? Runter oder? Ja, wir können ja direkt zum Ende von mir aus, wenn du willst. Ah, es ist halt auch verdächtig, was haben wir da unten, ne? Ich bin. Ach, das wird es nicht wert sein, glaub aber mir. Das Juwel! Ah, die paar Juwelen? Ach, wir verrecken immer fast. Ja, weil du da so unfähig durch das ganze Scheißding fährst. Ja, weil du nicht reagierst, wenn ich mal ein bisschen Gas gebe. Alter, du bist in der Strömung und drückst 150 Grad auf Tube, weißt du? Okay, wir fahren jetzt zum Ende. Das ist okay. Fahr durch. Sag, dass du was kannst. Der Geiz wird euch umbringen. Macht das Ding fertig. Oh Mann, ey. Scheint im Chat übrigens. Mission abgeschlossen. Überflutete Turin. 32 Minuten. Ey, guck dir das mal, wie lange wir für den dir gebraucht haben. Ja. Sogar zwei Versuche auch noch. Oh, ein Häschen fehlt uns. Unglaublich mit dir, wirklich. So. Du jedes Mal meine Maus bewegen musst. Was? Oh, macht. Ja, immer in die Knarren. Mir egal welche. Hauptsache Knarren. Bin mir aber gespannt, wie wir das noch wird nie im Leben gut gehen. Es sind nur noch zwei Welten. König Toys, die vorletzte Welt. Danach haben wir doch einen Endboss. Oh, der wird auch sicherlich einfach. Der An
Die Anti-Liebe-Museum wird hier völlig Messung, neu, nicht Museum. Messung. Das Anti-Liebe-Museum sind hier völlig. Ihr könnt so schnell wegen dir jetzt nicht lesen. Erstmal unten rechts die Ecke und dann nach oben. Rechts arbeiten. Und dann hoch. Oder links, rechts. Okay, auch eine links, rechts. Erst links, genau. Hoch. Okay, okay, stimme ich dir zu. Weil wahrscheinlich sind hier drinnen direkt Häschen. Ich tu mir. Lass das Schild oben, lass es oben. Es schießt eh etwas später. Fahr mal höher. Setz uns mal oben weiterhin. Ich kann auf die da drauf schießen. Der wo. Ja, genau, hier. Bleib stehen. Dann können wir nämlich hier schön stehen bleiben, was über uns bohrt. Willst du das Schild nicht lieber machen, Dicky? Ja, mach ich. Wenn ich ein was nicht kann, dann ist es das Schild. Deswegen muss ich das immer machen. Ja. Weil die über uns werden kaputt geschossen. Ich hab ihn sogar wieder zurückgedrückt, hast du es gesehen? Ja. Ah, Abenteuer Dauerfeuer. Läuft! So. Irgendwie langweilig einfach. So klang das gerade. Unten raus oder rechts? Mir ist scheißegal, Hauptsache raus. Vorsicht, du musst das Schild machen. Ich sitze schon am Schild. Oh, und Vorsicht. Den kriegen wir so, glaube ich, nicht, oder? Ne, das hat mich aufgebremst. Mi, 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 sole, mi. Mi, 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 mi. Ich, wie war denn das? Ach, Final Fantasy. Ja. Könntest du mal aufhören, bitte dein scheiß Feuer auf mich zu spucken? Danke. So. Oh, wir haben sogar Musik hier. Ich bin ganz begeistert. Ja, wie begeistert du halt bist. Willst du nicht wirklich haben, oder? Hat nicht geklappt, leider. Ich wollte aber. Gott. Hui. So. Und tatsächlich Musik, nicht, aber wir müssen viel zu leise eingestellt. Ich auch. Ah, okay, pass auf. Ich gehe mal gerade schießen. So, der nächste muss hier sein. Sag mal, Dicky, magst du Tomb Raider? Ich habe es noch nicht. Ich habe überlegt, ob ich mir die Complete Edition kaufe. Das gab es gerade im Humble Bundle. Da kommt der Sachse durch, wenn ich mir das kaufe. Aber ich habe mich dagegen entschieden, aber es wird als Let's Play kommen. Die komplette Reihe nach... Echt? Bei Tomb Raider 1 angefangen? Ja, nach Dungeon Siege. Aber das wird noch eine ganze Weile dauern. Hinter uns. Ja, vor uns sind auch noch welche. Ja, aber hinter uns der kleine ist nerviger. Vor uns, die kriege ich. Die Schüsse kann ich zumindest abwehren. Den jetzt noch nicht gerade, das ist mein Problem. Ah, da. Sehr schön. Und los geht's. Ja. Du musst so ungeduldig bist. So. Noch mehr? Na, da wird sicherlich noch was kommen, oder? Nö. Okay. Langweilig. Wie Ohrring. Ja, weiter nach rechts und dann hoch. Wie Ohrring. Willst du nach unten? Ja, erstmal gucken noch fix. Ich glaub da. Oh, ne, Sackgasse. Ja, ist nix. Aber da ist was. Okay, es scheint gerade ein bisschen besser zu laufen. Du weißt ja, dass ich dagegen fahre. Gegen die Wand gehe ich nicht von aus, dass du dagegen fährst. Die Wand war auch eigentlich nicht geplant. Ach so. Ich habe gedacht, das wäre wieder so ein Teil gewesen, aller. Ich dachte, du denkst mal mehr. Halt das Schild, halt das Ding dort. Denk dran, dass ich dir Feuerfuhr zuerst nehmen werde.
Und? Daneben bist du nur. Wollen wir tauschen? Ja. Aber denk dran, das wird oben jetzt wahrscheinlich gleich zur Sache gehen, ne? Ja, unten müssen wir aber auch noch clearen. Ja, ich weiß. Dann geht. Also, dann mach ich unten noch fix. Ja. Ja, das passt schon. Okay. Keine Ahnung, was das eine da unten in der Mitte ist. Auch aber nicht. Vermutlich eine Mine oder so, weil es bewegt sich nicht. Ich wollte gerade sagen, eine Mine oder so ein Fuzzi, der da einfach so rumläuft. Nein, aber das ist wie Dungeon Siege, was ich aktuell spiele, das ist für meine Begriffe nicht streamtauglich, weil es schon zu alt ist. Och, ich spiele auch Spellforce, daher wurde sich gewünscht, haben sie bekommen, gut ist. So. Oben jetzt. Hoch, ja. Vorausgesetzt, wir kommen hoch. Das sehen wir ja gleich. Ich weiß mich nicht, ob wir die Ketten loswerden. Können wir die Ketten umrammen? Denke ich nicht. Nee. Okay, schade. Da oben ist was, wenn wir mal kurz gucken hier. Das heißt. Wir müssen links lang. Ja, wir gehen das Blaue rein, oder? Wir könnten auch komplett unten den Weg einmal machen und dann da. Da ist ja nichts. Also das große Herz ist ja sowieso der Ausgang. Ja. Aber ich hoffe, dass unten links so ein rotes Portal ist. Ja, deswegen wäre ich jetzt in das Blaue gegangen, um nach links zu kommen und dort weiterzumachen. Einschätzung, wie lange es mit Golfit dauert? Ich weiß gar nicht. Gibt es hier nach noch eine Welt? Ja, den Endboss. Aber nicht noch eine weitere Welt. Das weiß ich nicht genau. Ich auch nicht. Es waren bis jetzt immer vier Welten. Ja, ja. Also wenn wir den Boss besiegt haben, mir geht's ja das drum danach. Ups. Gibt's danach noch eine Welt? Nee, danach ist Ende. Okay, dann maximal eine Stunde. Ich sag mal, bis 8 sollten wir es hingekriegt haben. Könnte auch noch länger werden. Ja, ich denke aber auch so gegen 8 ist schon eine gute Einschätzung. Du willst echt in Blau rein? Ja klar, das ist einfach nur eine Abkürzung. Ja. Okay. Schreib mich nicht an, ich habe auch Gefühle. So, hier abgekürzt, da war was in der Mitte, was wir hätten einsammeln können. Hast du es gesehen? Nein. Okay, das ist eh unentdeckt gewesen, alles klar. Gibt er Machtschild. Easy. Rechts von uns. Ach, du schießt ja nicht mehr, da war ja was. Ja, wenn du fährst, mache ich Schild, weil wir sonst den ganzen Tag vor einem Gegner fahren würden. Weil du ja sagst, ich soll mitdenken, weil man ja davon ausgehen muss, dass du in jeden Gegner reinfährst. Anlauf, trocken, ohne Ankündigung. Ach, schön. Oben. Ich stress ihm sogar am Schild. Ist auch noch darauf stolz, das ist das Schlimmste. War gerade ein Roland. Wir tippen mal um eine Stunde. Da kommen wir übrigens her. Endvorstellbar, was weißt du, warum ich gerade auf die Karte gegangen bin? Weiß ich nicht, weil du es mal gerne wie sonst immer verpeilst. Ja. Genau. Um es rauszukriegen, ob wir. Schubst er mich nochmal zurück, ich glaub's nicht. Wir haben keinen Schaden bekommen. Eieiei. Du musst die Schildseite wechseln dann gleich. No shit, Sherlock. Ich kann nur eins. Ich kann leider auch nicht alles auf einmal. Ja, du versuchst. Ja, du kommst ja nicht durch. Wie soll ich denn das sonst machen? Soll ich drin stehen bleiben? Du versuchst es zumindest alles auf einmal zu machen. Kann man jetzt positiv wie negativ empfinden? Ja, im Vergleich zu dir, der nur am Schild sitzt, versuche ich wenigstens was. Das ist korrekt. Ja. Ich rette uns wenigstens den Arsch. Wenn du nicht schon kaputt fährst, versuchst du ihn zumindest zu retten. So. Sehr schön. Wollen wir die Häschen hier. Eine sichere Position wäre mir auch lieber. So ein bisschen weiter. Wollen wir mal gucken, wo wir eine sichere haben? Ja, hier hinten in der Ecke. Einfach rein. Ah, das Ding lass mal hier. Das ist eine gute Idee. Genau. Weißt du, dann stelle ich das Schild nämlich nach hier links. Dass, wenn wir auf das Ding schießen. Problem ist, sobald uns irgendwas jetzt berührt, was uns leicht bewegt, ne? Hauen wir halt immer gegen die Wand. Ich hoffe nicht, dass das passiert. Ich will einfach noch ein Stückchen wegfahren von der Wand. Da komme ich gerade nicht rein. Und go. Ja, warte, ich gehe mal sicher, jetzt habe ich an die Knarre.
Und dann mache ich die obere Seite. Ja. Oh, fuck! Sorry, ich muss hier durch. Alles gut. Besser als das Grüne. Weißt du den Weg nicht? Geh mal in die Karte bitte kurz. Ja, 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 runter. Karte, rechts, Karte, rechts, Karte, rechts, Karte. Rechts. Ja, komm, Mensch, schreib mir die an. Hoch oder rechts? Ich glaube, wir haben es geschafft. Weiß es nicht. Ich höre nichts mehr. Ich höre auch nichts mehr. Das war jetzt gerade nämlich nicht safe, wo ich gerade auf der Karte war. Ich hätte auch nach unten in die Ecke reinfahren können und das wäre schief gegangen. Je nachdem, wie groß das geworden wäre. Passt. Ja. Gut. Wir fahren denselben Weg zurück. Ja. Ist aber dezent. Ich mach mal mitschießen, weil eigentlich müssten wir die Meteoriten ja größtenteils damit erwischen. Ja, die Meteoriten sind auch meistens das kleinste Problem. Okay. Und na, bin ich gut? Wo der auf einmal herkam. Der wird überlebt haben. Ja, ja. War gutes Teamwork, alles in Ordnung. Ich hab nichts zu meckern. Zumindest gerade nicht. Jetzt hör auf, ganz ein Gas zu geben. Ja, einmal Vollgas in den Gegner rein. Das ist halt auch nicht immer das Richtige, ne? Find ich schon. Vorsicht, rechts. Aha. Da kann uns wirklich nun niemand morren. Hab's doch schon geregelt. Ja, natürlich. Du saßt ja nur am Schild. Ich hab's geregelt. Ja, aber wenn ich mir den Antrieb setze, du kannst sowieso nicht fahren. Geh weg da. Kannst du ja auch nicht. Ich hab uns vor der Wand gerettet. Du hältst mich nur auf. Ich halte dich gleich auch mal auf, ey. Guck mal, ich mache sogar Leben. Ja, nicht, dass ich die Schüsse reflektiert hätte mit dem Schild oder für das Leben bekommen habe. Oh nein, ist okay. Läuft schon. Läuft, Digga. Ach, guck mal, hier können wir mal kurz eine Umlaufbahn. Oh, haben wir kurz 5 Minuten Ruhe. Ja, ja, sagst du. Ich sehe überall Gegner. Auch nichts kannst du eigentlich, oder? Was? Ich hab's abgewehrt. Was willst du denn? Jetzt geh mal ins obere Kanone. Wir sind schon dabei. Tu mal was, Mensch. Sehr schön. Schau mal, ich muss den ganzen Tag hier sitzen und nichts tun. So. Das ist die Karte, dass ich auch mal anschauen können, um sicher zu gehen. Ich weiß doch, wo ich lang muss. Vielleicht zu dir habe ich kein 5 Minuten Kurzzeitgedächtnis. Was sagst du jetzt? Das weiß ich. 2 Minuten später weißt du gar nichts mehr. Alter, das muss ich alleine machen. Ja, denke ich mir auch gerade. Das dachte ich mir auch gerade. Hier, bald deine grüne Scheiße für dich, Junge. Sehr schön. Schön, dass du auch mal was tust. Ja, du machst ja gar nichts. Ja, du kannst da jetzt gern hochfahren, aber ich kann dir jetzt schon sagen, dass dein Kettenglied ist. Hinter uns. No shit, Sherlock. Ja, wolltest du nur sagen, weil du immer so... Hast du Schaden gesehen? Ich nicht einen einzigen. Ich habe alles abgeblockt. Ja, also guck dir oben links mal den Balken an. Da war schon was. Alter, das ist eben noch von deiner Kamikaze-Aktion. Nee. Wir waren voll, als wir von den Hälftigen losgefahren sind. Das ist ja alles aufgenommen, Dicky. Das ist ja alles aufgenommen. Denk dran. Du kannst dich nicht mit der Scheiße rausreden, die du verbockt hast. Das funktioniert jetzt weiß ich nicht, wohin. So nicht. Jetzt hat es eigentlich keinen Sinn, jetzt muss man in der Mitte vorbei, okay. Ja, sieht so aus. Denk dran, wir haben unten und rechts Gegner. Ja, das ist doch so ein Feuerding, das spawnt andauernd. Ups. Das ist eine Wand, die spawnt auch, aber einmal nur, ne?
Andauern. Oh, ich will da nicht rein. Ja, dann fahr da auch nicht rein. Könntest auch mal schießen, ne? Ich kann auch einfach abblocken. Okay, ich fahr einfach weiter. Ja. Doch nur so ein Feuerding. Hab ich mal gehört. Der gerade hochgegangen, einfach von alleine? Ja, durch die Minen. Was ist das denn hier? Egal was, näher dich. Ah. Oh, fuck. Oh, shit. Dies mich da raus. Ich muss erst mal. Schaffe ich von alleine? Nee, das schaffe ich nicht von alleine. Ich ja, aber. Danke. Ich versuche uns hier wegzubringen. Ich versuche das Schild zu machen. Oh Gott. Ja, ich bringe uns hier weg. Fahr noch dagegen, komm. Sehr gut. Geschenk und weg hier. Okay, Schild habe ich. Ich fahre oben erstmal raus, dass wir wieder positionieren können. Ja, ist okay. Ich finde, das haben wir doch tatsächlich halbwegs gut gelöst, ja? Ja, in dem Fall hat Gas geben mal geholfen, aber das willst du ja sonst nicht hören. Ich habe gerade ein Lob ausgesprochen. Akzeptiere doch einmal ein Lob. Du missgünstiges Stück. Das war überhaupt kein Lob. Ich finde, das haben wir sehr gut gelöst. Das ist ein Lob. Akzeptiere doch einfach mal ein Lob. Das ist versteckte Kritik. Dass wir das ausnahmsweise mal sehr gut gelöst haben. Entferner, nee, den wollen wir noch. Macht Juwel. Oh, geil, darfst du aussuchen. Sehr schön. So. Mann. Nur Stress mit dir. Guck, das ist der Rote. Da wollen wir noch nicht rein. Warum nicht? Weil wir den anderen erst wollen. Ach so. Also, hey, wen anderen? Wir wollen erstmal den Dings machen. Hier, den Bereich erkunden, bevor wir ins Rote hüpfen. Weil, ich zeig dir mal gerade, wo der Rote ist. Das Rote bringt es nach oben, das weiß genau. Ich durchaus. Genau. Ich wollte also auch wissen, warum wir nicht das Rote wollen. Nicht, dass wir den Bereich erkunden wollen. Was? Du musst aufhören zu reden, wenn ich rede. Schmerzen. Große Schmerzen. Hab ich sehr schön gemacht. Das Level ist halt viel zu leicht. Alter, ich bin gerade froh, dass wir ein paar Minuten Ruhe haben. Ich kann dich gar nicht stressen in diesem Level. Das ist vollkommen okay. Das tut meinen Puls und welchen alles Puls? Andere, was ich besitze, lebenswichtige Funktion hat, tut das richtig gut. Das ist überhaupt nicht lebenswichtig, dein Puls. Wie bist du Alter. Denn drauf? Ey, man hat ein bisschen Stress hier. Übertreib halt, obwohl überhaupt nichts los ist, ne? So, guck, alles gut, niemand gestorben, der Menschheit voll übertrieben. Gut. Ach, wollen wir oben noch rein, nee, ne? Erst runter. Oh, von mir ist er hoch, mir ist egal. Ich glaube, da oben ist auch nichts. Da ist was. Ich weiß es, dass da was ist. Okay, was kriege ich, wenn da nichts ist? Wo ist er voll dagegen? Keks? Och. Ihr habt's also gehört, wenn wir jetzt nach da oben fliegen und da ist nichts, bekomme ich Kekse von Sly. Ein Keks? Schön, dass du direkt eine Mehrzahl draus machst. Ja, als ob du mir nur einen Keks schickst. Was ist denn los mit dir? Ja, einen riesengroßen vielleicht. Ja, okay, einen riesengroßen Keks mit extra. Ich habe vielleicht gesagt. Boah, ja, das ist so typisch. Du bist halt so typisch Frau, ne? Schickst du mir vielleicht. Vielleicht ist es auch eine Fraktur Käse, wenn ich nicht. Machst du einen finde. Auf Kitty Jess hier? Schickst du mir vielleicht einen Käse? Oh, Strahlenjuwel, geil. Nein, Dicky, nicht sofort. Ich wollte hier gerade erst. Oh Gott, das wird nie. Ich wollte jetzt endlich die Superwaffe vernünftig aufrüsten. Hast du doch gerade. Nee. So, jetzt ist sie dick. Das war nämlich unsere bevorzugte Combo, die wir nämlich hatten. Alles andere auf Dings und da war. Ich sag doch gar nichts. Spiralfarben in allen Richtungen. So, darfst wieder hochfahren. Jo. Sehr gnädig, wie ich bin heute. Ich bin heute äußerst großzügig zu dir. Ich finde, du versteckst sehr viel Kritik zwischen deinen Sätzen. Ich finde diese Ironie, die du heute verbaust, nicht sehr nett.
Ist klar. Weißt du, fährt mit 180 genau in den Abgrund und sagt, sag mal, ich finde das jetzt voll scheiße, dass du mich dafür kritisierst, dass wir in den Abgrund fahren. Also. Nee, andersrum. Dass du das ironisch formulierst, hättest du einfach sagen können, das war scheiße. Oh oh. Das tue ich. Und du nennst es Ironie. Weil du mich danach ironisch lobst. Ja. Nachdem ich dir vorher erst Dings hatte, werde ich das dir versuchen, noch das Ausgekotzte etwas halbwegs schmackhafter zu machen. Ja, kannst du auch direkt in eine Tonne ballern. Sehr schön. So, wir fahren jetzt nach da oben und wenn da nichts ist, schickt mir Slyfox vielleicht einen großen Keks. Oder eine Packung Kekse, muss ich schauen. Was besser und geeigneter wäre. Was soll schon passieren, wenn man genau in einen Gegner fliegt? Okay, wir müssen hier leider stehen bleiben. Ja, schieß du mal unten gerade bitte alles erst ab. Was? Das sagst du mir jetzt, wo ich oben bin, du Witzbold. Alter, hast du mal auf die Minimap geschaut? Ich bin halt oben, schießt du mal alles unten weg. Hast du mal auf die Minimap geschaut? Ja, aber vielleicht solltest du mal gucken, wo ich im Schiff bin. Alter, du hältst mir die ganze Zeit vor, dass man auf die Minimap schauen soll und dann schaffst du. Ja, du wirst halt die Gesamtsituation einschätzen und nicht nur zwei Sekunden davon. Du bist ein Meister in billigen Ausreden, das ist krass. Das ist halt unglaublich, wenn ich oben bin und sagst, geh mal unten das angeschützt. Und dann wunderst du dich, dass ich Ewigkeiten brauche, bis ich da bin. Aber mir immer vorwerfen, dass ich nicht schnell genug an den Geschützen bin. Wisst ihr, hier ist nichts, ich krieg einen Keks von dir. Ja, kriegst du. Draufgewichst oder nicht? Du kannst doch gerne draufwichsen. Ich esse den trotzdem. Alter, die schreien nach Musi. Ich schwör's dir, wenn du das. Aber warum hältst du mich immer wieder auf? Ja, ich hatte Sorge, dass du die Wand knutscht. Die spawnen ja so randommäßig. Die Wände, ja, das ist wirklich schlimm mit den Wänden. Ja, schlagartig, überhaupt nicht gesehen. Ja, ich gebe jetzt Gas und will zum Ausgang. Die Dinger spawnen eh unendlich. Ins Portal, nicht Ausgang. Ja, ja. Gib Gas, mach was. Der war voll gut, der Schuss hat fast getroffen. Ja, 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 ja. Ich wollte was sagen, ich hab's angedrückt und habe dann wieder eingezogen. Er verkauft es dir als stinkenden Zuckerguss. Bevor wir jetzt hier gerade suizidal reinspringen, wollte ich nur wissen, was jetzt passiert. Sehr schön mache ich das. Ja, kaum ist er einmal am Geschütz, muss er sich selbst erloben, dass du ein erst ein Ego-Problem hast du. So. Da ist noch was. Ich seh's. Und da kommt auch noch was. Ich bewege mich doch schon gar nicht, weil du so langsam bist. Alles gut. Ich hab doch alles kaputt. Von oben kommt auch noch was. Gar nicht. Da kommen noch Geschütze. Ja, da oben kommt auch noch was. Guck mal. Es kommt halt unendlich lange, wenn du so langsam bist. Weil du so faul bist und dich nicht bewegst und wie auf einer Stelle steht. Ich mach das Gleiche, was du machst. Ich sitze halt am Geschütz so lange, wie du schießt. Okay, du möchtest. Warum hörst du auf zu schießen? Ach du, also ich dachte, ich soll jetzt hier fahren. Du hast dich so gemein ausgedrückt, also, da muss ich jetzt fahren. Du kannst gerne fahren, aber du musst erst alle Gegner platt machen. Bin schon dabei. Ich fahre in der Zeit. Oh, shit. Ah, hier brauchen wir einen Klang, hier ist ja nichts. Nee, richtig. In der nächsten Folge sehen wir es, wie es weitergeht. Wenn wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Der Dicke und Sly. Ciao. Ach, schön.